Ich habe die Nachricht auch unmittelbar nach Ankunft hier im Stadion erhalten und sie stimmt und stimmt mich immer noch sehr, sehr traurig, weil ich kannte Rudi mehrere Jahrzehnte lang. Wir sind uns sehr, sehr häufig begegnet. Wir haben uns zusammen gefreut bei Feierlichkeiten. Wir haben gestritten am Spielfeldrand miteinander. Er als Manager, ich als Trainer auf der anderen Seite. Das war wirklich ein Mensch mit Ecken und Kanten, der aber immer geradeaus war und der gerade hier auf Schalke wahnsinnige Verdienste sich erworben hat. Uns hat die Nachricht ja, erreicht, als wir in der Kabine saßen, beziehungsweise auf dem Weg in die Kabine waren. Die Spieler haben direkt darüber gesprochen, wir natürlich auch. Ich glaube, Ralf Fährmann ist so ziemlich der Einzige, der ihn persönlich kannte. Aber nichtsdestotrotz ist es uns natürlich allen bewusst, ja, welche Wichtigkeit diese Person für unseren Verein darstellt. Dementsprechend waren wir natürlich sehr, sehr getroffen. Umso schöner, dass wir heute mit diesem Sieg so ein bisschen diesen Tag auch gestalten.